Doggy ist mein Hobby. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy. Ah, Killer, Digga, Killer. Push. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky. Mit dabei ist heute der liebe Balui. Was geht, Dickherr? Ey, selber Dick. Ich bin Balui. Hallo Balui, guten Tag. Meine Freunde, ich war fleißig, wie ihr sehen könnt. Ich habe meine Insel ordentlich vergrößert. Außerdem bin ich hingegangen. Dank Balui habe ich meine Chunks hier mal abgesteckt. Das heißt, diese Person, ich weiß nicht, wer es hier ist, die quasi hier gerade wohnt, ist komplett von mir eingebaut worden, meine Freunde. Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt, ne? Chunks abgesteckt heißt in dem Fall, dass ich quasi jetzt alles so geclaimt habe, dass kein anderer mal hier bauen kann. So, dann machen wir hier nochmal. Richtig, ich kann bei mir jetzt nichts mehr kaputt machen. Sehr schön, so wie es sich gehört. So, bitte aufhören, hier meinen Boden anzufassen. Ja, das muss nicht sein. Balui hat mir ein paar leckere Sachen mitgebracht, meine Freunde. Ich bin aber auch selber hingegangen, habe ein bisschen Cobblestone gefarmt. Ihr seht hier nochmal ganz kurz ein paar Timelapses, meine Freunde, wie das alles geschehen ist. Ganz easy, Leute, ihr habt es gesehen, so funktioniert das Ganze. Ich habe jetzt hier schon mal diese kleinen Cobblestone-Plebbles, die könnte ich jetzt auf Balui werfen, macht daraus aber lieber Cobblestones, weil die sind nämlich wertvoll. Haben jetzt schon 29 Cobblestones beisammen, meine Freunde, ist gar nicht wenig. Und dann hat Balui mir noch Lootbags mitgebracht aus seiner Mob-Farm. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendetwas machen, meine Freunde, öffnen wir diese doch erstmal, weil Balui hat gerade schon gesagt, meine Freunde, da können ziemlich nice Sachen drin sein. Und ich bin wirklich gespannt, was es damit auf sich hat. Dann gehen wir gleich hin und machen einen Cobblestone-Generator, gehen ein bisschen hin, vergrößern die Insel und so weiter und so fort. Ich erkläre euch generell erstmal, Leute, was ich eigentlich hier vorhabe, diesen Projekt. So, ich würde sagen, öffnen wir den ersten Lootbag. Ankommen Lootbag. Okay, wir haben hier... Muss ich jetzt auswählen, was ich nehmen soll? Nee, ist alles deins. Ah, nice. Okay, ich habe hier Slime Boots, zwei Silver Ingots und eine Feder bekommen. Slime Boots ist schon mal ziemlich geil. Dann haben wir hier einmal drin, Spruce Saplings, okay. Seared Bricks, okay, kann man machen. Hier ist Prismarin drin, Digga. Ja, nice. Portal Charm, Dark Utilities, ein Bucket und eine Feder. Okay, 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 okay. Was haben wir hier drin, meine Freunde? Schauen wir mal ganz kurz. Bam. Und hier ist Packing Tape drin. Nice. Was ist das hier bei Louis Portal Charm? Das kannst du um deinen Hals hängen und dann ist das Nether Portal instant. Anstelle, dass es verzögert ist. Ah, wow. Das ist nicht so spannend. Das ist ja wertvoll, Alter. Nee. Aber die Prismarinblöcke sind ganz cool. Und das So bis zur Mitte hast du dich noch nicht gebaut, ne? Nö, will ich auch gar nicht. Balui, ich will ja mit keinem was zu tun haben, mein Freund, ja? Also das ist auf jeden Fall schon mal klar hier. Ja, das ist klar, okay, Leute, dann muss ich mich leider entschuldigen. Passt mal auf, ich würde sagen, Balui, hast du dich echt umgebracht? Nein, auch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte schon sagen, Alter. Balui hat mir nämlich gerade eben gesagt, ich brauche gar keinen eigenen, hier Balui-Dings zu machen, sondern ich kann einfach hingehen, einen Cobblestone-Generator bauen. Und ja, mach eine Maschine direkt dafür. Ja, viel besser. Nämlich direkt eine Cobblestone-Generator-Maschine, meine Freunde. Wenn wir das jetzt mal eingeben, dann ist der hier schon zu sehen. Warte mal, wo ist der? Unten rechts. Ist unten rechts. Cobblestone-Generator. So, Leute. Oder der erste, hier, ne? Der. Das ist der mit, da ist Lava, Wassereimer und Glas dabei, Balui, ne? Richtig, genau. Und du kannst diese Lava-Eimer einfach aus Clay machen. Das heißt also einfach drei Clays und du hast einen Eimer. Ja, wo habe ich jetzt Clay her, Balui? Soll ich das jetzt erstmal hier durchsieben mit diesem blöden Dust oder wie? Nee. Du musst einfach einen Cobblestone nehmen und einen Hammer bauen. Hast du das schon mal gemacht, ne? Ach ja, stimmt. Balui, und den in Dust, aber du brauchst Wasser. Weißt du, du brauchst halt jetzt Wasser. Hast du welches? Ja, zu Hause. Ja, Balui, Mensch. Ja, ich komme wieder. Gute Nacht. So, schauen wir mal ganz kurz hier, Leute. Ist nicht ganz so einfach für mich. Ah, so ist der. Perfekt. So, hier, pass mal auf. Dann haben wir nämlich jetzt hier einmal den Hammer. Zack, haben wir den. Jetzt gehen wir nämlich erstmal hin und zack, kleiner Cobblestones, damit wir diesen Sägespänen kack das daraus bekommen, meine Freunde. Und dann gehen wir hin und bauen dann daraus aus dem Sand. Kriegen wir dann, wie gesagt, aus dem Sand. Wenn ich den Sand jetzt, wenn ich den Dust nochmal zerkleiner, kommt erst da Clay raus, ne? Nee. Den Dust musst du dann halt in Wasser eintauchen. Ah, so war das. Und normalerweise regnet es. Ich habe natürlich das Pech gehabt, dass ich auf einem Biom war, wo einfach es niemals regnen kann. Ja, ist doch gut, oder? Nee, war überhaupt nicht geil. Nee, gar nicht geil, oder? Nee, ich habe Stunden gebraucht. Ja, aber jetzt kannst du mir Wasser mitbringen. Kannst du mir sogar zwei Wasser mitbringen, Alter? Das ja, habe ich mir schon gedacht, werde ich tun. Ich muss aber selber noch ein bisschen... Das wäre natürlich Schockgesell, Balui, Alter. Wisst ihr, Leute, ihr kennt es auf jeden Fall noch von Minecraft Sky, von dem vorherigen Projekt. Fuck. Ihr wisst ungefähr, wie es gelaufen ist, Leute. So schwer ist das hier all nicht. So, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall mal hingehen und unser Schaf einbauen. Denn der kleine Motherfucker, ich möchte nämlich nicht, dass der sich nämlich irgendwie vom Acker macht, Alter. Was haben wir denn hier für ein Fans-Rezept? Ist das schon die 1.10, ist das hier, wa? Dann machen wir Sky war auch unbedingt für mich das beste Projekt aller Zeiten. Sky war für dich das beste Projekt aller Zeiten, warum? Weil ich nicht mitmachen durfte. Ach ja, stimmt, Balui. Aber jetzt darfst du dabei sein, Alter. Wie ist es für dich? Ja, es ist schön. Ja? Ich mag solche Projekte, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, Balui. Ich dachte halt, dass es nicht für dich
nicht schlimm gewesen wäre, dass du nicht mitmachst, weil eigentlich war das ja auch eine Sache, die alle befürwortet haben in der Konfi. Was, dass ich nicht mitmachen durfte? Genau, ja, ich weiß. Die haben mich alle gehasst. Ist schon klar. So, von daher ist das auch gar nicht so verkehrt. So, Leute, passt mal auf. Ich würde sagen, wir haben hier noch irgendwo ein bisschen Erde. Habe ich hier noch irgendwo Erde? Hallo? Ja, hier Erde. Haben wir Erde. Sehr gut. Erd. So, dann nehmen wir mal so hin und machen mal ganz kurz hier ein bisschen Platz, Leute. Baby, was hältst du denn davon, wenn ich dir auch Lava mitbringe? Ist das okay für dich? Oder ist das für dich zu starker Fortschritt? Balui, du, weißt du, wenn du willst, Alter, kannst du mir hier alles schon hinstellen, Digga. Da habe ich gar kein Problem mit, Leute. Dann haben wir schon mal kranken Fortschritt jetzt, dank Balui. Kann man nicht anders sagen, Leute. Ausnahmsweise. Muss man sich einfach mal bedanken auch an der Stelle. Könnt ihr auch gerne tun, Leute. Geht mal rüber zu Balui am Kanal. Lasst dem Boy vielleicht ein nettes Dankeschön von uns da, von der netten Revinsider-Community, von der Inside-Army, Leute, von den Insidern, ne? Ihr wisst, wie es läuft. So, mein Freund, komm mal her, pass mal auf, ich stell dich jetzt mal hier in die Ecke rein. Komm mal her, du bist jetzt hier in meinem 1x1-Käfig, Dicker. Ahaha, sehr gut, Leute. Meine Kuh ist übrigens gestorben, als ich einen Baum abgebaut habe, Balui. Und die Kuh ist in dem Baum stecken geblieben und dann verreckt. Boah, Alter. Traurige Zeit. Pech. Richtig traurige Zeit für mich, aber gut, kann man nicht ändern, Leute, kann man nicht ändern, ne? Man kann ja nie wissen, was dahinter steckt. So, Leute, ich möchte euch auf jeden Fall jetzt erstmal ganz kurz erklären, was ich hier vorhabe, Leute. Ich habe vor, in diesem Projekt der Herrscher zu sein. Und zwar möchte ich hier alles dominieren. Balui, warte ab. Ich habe mich mit dem Modpack gut auseinandergesetzt. Ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. War mir aber nicht bewusst, dass es schon diesen Generator gibt. Sonst hätte ich jetzt erstmal dieses Ding gemacht und dann Lava mit einer Fackel geschmolzen und so weiter und so fort. Den Weg gibt es ja auch nochmal händig, das Ganze zu machen, meine Freunde. Aber da Balui mir jetzt schon weitergeholfen hat, Balui, frage ich dich jetzt an dieser Stelle schon, möchtest du eventuell meiner unglaublich starken Allianz beitreten? Wie heißt sie denn? Das hat noch keinen Namen, Balui. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, sämtliche Inseln hier eventuell erstmal zu bevölkern, für alle Leute Frieden zu sorgen und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft, ne, Balui? Wir können das erstmal alle claimen, alle Gebiete. Oder? Ja, hat bis jetzt hier noch Steuern keiner zahlen. Gemacht. Ne? Also, das hat bis jetzt echt noch niemand gemacht. Auch die Spawninsel ist noch nicht geclaimed. Cool, wir können jetzt hier nochmal alles claimen. Boah, die Spawninsel claim ich jetzt auch, Alter. So, hier, alles mir jetzt, Leute. Alles meins. Problem ist nur, man kann dann halt nichts mehr da machen. Ja gut, ist ja nicht mein Problem, ne? Wenn die Leute, ganz ehrlich, soll ich eigentlich... Zeit. Was hältst du davon, wenn ich hingehe? Baby, würdest du das wieder anclaimen, dass ich mich zu dir teleportieren kann, oder? Meinst du die Spawninsel? Ja, bitte. Balui, pass auf, ich mach ganz kurz den Chunk weg. So, kannst du jetzt? Nein, jetzt, ja. Okay, ich mach den Chunk weg, wo es zu mir geht. Dann können die anderen sich aber auch nicht mehr teleportieren, ne? Da ist kein überhaupt keiner irgendwas mehr. Oh, ist das gemein. Ja, Leute, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr missbrauche. So, hier, bitteschön. So, danke schön. Wasser. Boah, Lava. Balui, Alter, geil, Leute. Hier, bitteschön. Und ich hatte irgendwie noch ein bisschen Stein. Jan, moin. Ein bisschen, sagt der, Alter. Kommt hier mit 60 Steinen daher, der Boy. Vielen, vielen Dank. Ja, dann, dass ich weiß, wie ätzend das am Anfang ist, bis alles läuft hier. Das aber einmal vergessen. Stimmt aber jetzt nicht. Das wäre echt traurig, wenn ich dich da jetzt runterschlagen würde. Ja, gut, Alter, Balui, weißt du was? Ne? Ich habe gerade gedacht, du springst da runter, ohne Witz. Ja, klar, das war mein Plan, Balui. Ich mache sowas öfters. Bin nämlich ein bisschen geisteskrank. So, hier, ja, schaut mal, Leute. Machen wir mal ganz kurz hier unsere unendliche Lavaquelle, ne? Und unsere unendliche Wasserquelle. Lavaquelle vor allen Dingen unendlich, Leute. Nein, also du machst ja jetzt nur die Wasserquelle unendlich, ne? Die Lavaquelle brauchst du ja. Was? Man kann keine unendliche Lavaquelle machen, Balui? Hä? Was? Das verstehe ich nicht. Ist hier Fire Spread oder so? Was ist das generell aus? Weißt du das? Weiß nicht, das würde ich nicht probieren. Mach einfach nur Wasser. Lava brauchst du ja nicht jetzt. Hier, Leute, jetzt haben wir ja schon mal Wasser hier. Bam, 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 bam. So. Du kannst jetzt einen Cobblestone-Generator bauen. Den mache ich mir jetzt auch mal. Pass mal auf, Leute. Kummer nämlich mal. Also das Kobbel. So, hier, der ist nämlich auf der zweiten Seite. Zaubert mal hier das schöne Ding. So, wir brauchen Glas. Ja, das ist ja gar kein Problem, weil Sand, Leute, das kriegen wir ja ganz schnell hin mit unserem Stein, den wir jetzt da kloppen können, ne? So, passt mal auf, hier noch einmal. So, zack. Dann machen wir uns noch einen kleinen Ofen dazu direkt, oder, Balui, ne? Ja, sowieso, ohne Ofen wird es, glaube ich, schwierig. Ich sag mal so, Balui, ohne Ofen ist nichts laufen, ne? Genau, so sagt man. Ja, mal. Richtig. Ja, ohne Ofen wird nichts laufen. Perfekt. So, hier packen wir hier nochmal ganz kurz den hier rein, Leute. Machen wir ganz kurz ein bisschen Kohle. Wisst ihr was, Leute? Wir machen uns direkt zwei Ofen, weil Dekadenz läuft. Wir können es auf jeden Fall gönnen an dieser Stelle hier. Sobald du den Cobblestone-Generator hast, ne? Mhm. Dann setz den irgendwo hin und pack eine Kiste oben drauf. Der generiert alle 40 Ticks in Cobblestone. Ganz automatisch. Das ist ja ganz geil, Leute. Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten, Leute. So, das haben wir alles soweit, wa? Da brauchen wir auch nichts anderes mehr. Warten wir mal ganz auf unser Glas. Da ist es, meine Freunde. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hin und craften die wunderbare Lady hier. So, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle bei dir, Balui, ne? Gerne. Das ist echt immer gerne. Sehr, sehr voll nice gerne. Vielen, vielen Dank. So, Leute, da ist das Ding hier. Zack, alle 40 Ticks. Ein Cobblestone. Ja, moin, da können wir auf jeden Fall mit rechnen, da können wir auf jeden Fall mit arbeiten. So, dann setzen wir den mal ganz kurz hier unter eine Kiste, meine Freunde, stellen den dann mal hin. Ja, wie gesagt, Balui, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie wir das jetzt hier gemeinsam regeln werden. Ja, das Revinsche Reich wird auch erstehen. Das Revinsche Reich, Alter. Oh, guter Name, Balui. Sehr schön, sehr schön. Ich habe mir Gedanken gemacht. So, Leute, da ist schon der erste Cobblestone drin. Ist ja schön. Und noch einer.
und noch einer. Leute, ist ja geile Zeit, die wir haben, Alter. Absolut geil. Kann ich vielleicht auch einen automatischen Erdgenerator bauen? Geht das auch? Nee, so weit bist du noch nicht. So weit bin ich auch noch nicht. Dirt Generator. Gibt's denn einen Dirt Generator? Nee, das muss man mit Hoppern machen und sowas, ne? Ja. Ah, okay. Balui, was machst du da? Ich hab Scheiße gemacht. Ja, du hast Scheiße gemacht, Balui. In der Tat hast du Scheiße gemacht. Ich komm nicht raus. Ja, Balui. Kann ja nichts schade abbauen. Auf jeden Fall an der Stelle. Balui, dann würde ich sagen, bist du jetzt Teil meines Teams? Kannst du das Schaf von mir schlagen? Ah! Spinnst du, Balui? Sorry. Komm, hör auf! Raus hier. So. Ich hab dein Fenster. Setz da hin. Gib her. So. Kann ich ja nicht. Zack, da. Sehr gut. So, aber damit ich nach Hause kann, musst du die Hauptinsel wieder anclaimen. Ist sie nicht mehr. Ist nicht mehr geclaimed. Doch, natürlich. Nein, sie ist nicht geclaimed. Guck. Oh, ja, stimmt. Ah, okay, hast recht. So, geh nach Hause, Balui. Danke für deine Hilfe. Ja, Leute. Wie schön, gesagt, ich lass dir mal alles hier, sterbe eh jetzt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon mal Schockgesellen-Fortschritt hier gemacht, meine Freunde. Ich habe echt vor, meine Insel richtig, richtig schön und groß und produktiv aufzubauen, Leute. Ich habe mir auf jeden Fall Blood Magic vorgenommen als eines der Modpacks, was ich durchspielen möchte, beziehungsweise eines der Mods, den ich gerne anfangen möchte. Wenn ihr das unterstützen würdet, meine Freunde, lasst doch einfach mal einen Däumel nach oben da. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, wie gesagt, meine Freunde, die gestrige Abstimmung hat ergeben, dass ich jetzt auf jeden Fall Craft Attack und Minecraft Sky Worlds gleichzeitig bringe. Das f***t auf jeden Fall ein bisschen meinen Schlaf und meinen Arbeitsrhythmus, meine Freunde. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich für euch Leute gerne, gerade weil Dezember ist, mache ich das auf jeden Fall echt gerne. Also müsst ihr euch echt keine Sorgen machen an dieser Stelle, meine Freunde. Ne? Geld, der Rubel muss rollen, ihr wisst, wie es läuft. So, und ich werde auf jeden Fall noch echt eine Menge Offscreen davon machen, meine Freunde. Weil wie gesagt, es ist so viel Arbeit hier und es macht einfach wenig Sinn, das immer wieder alles zu zeigen. Ihr kennt die Arbeitsschritte. Anfangs, wie gesagt, wiederholt sich das alles immer wieder. Ja, es wird erst hinterher spannend. Ich mache das auch so. Das ist genau der Fall. So, Leute, ich würde sagen, wir holen uns nochmal ganz kurz hier ein bisschen was an Zapplings, damit wir auch später noch welche haben. So, einen haben wir noch, wir brauchen noch zwei, drei. Und da können wir nämlich ein bisschen mehr Erde farmen, Leute. Ihr seht auf jeden Fall schon, das geht hier echt stabil voran, meine Freunde. Ich denke mal, das nächste, was wir angehen sollten, dann zeitnah ist eventuell sogar schon die Grundlagen von Blood Magic zu erarbeiten, wenn wir dann alle nötigen Ressourcen haben. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil Blood Magic ein etwas aufwendigerer und sehr komplizierter Mod ist. Aber wie gesagt, Leute, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Zur Energiepolitik meinerseits habe ich mich noch nicht festgelegt. Ich denke mal, dass ich mich hier auf die gute alte Kernkraft verlassen werde, meine Freunde. Falls sie, ich weiß gar nicht, haben wir den Nuclear-Core-Mod drin, ne? Warte mal. Ich glaube, es ist More Reactors drin, aber ich bin nicht sicher. Reactors. Ne, warte. Ja, haben wir drin, perfekt. Und ja. Extreme Reactors sogar, ja, meine Freunde, da weiß ich sogar, wie das funktioniert, weil den haben wir nämlich auch schon mal benutzt. Das fliegt hier alles in die Luft. Wird auf jeden Fall auch eine geile Zeit werden, Leute, also ihr könnt auf jeden Fall versichert sein. Das wird hier auf jeden Fall echt stabil nach vorne gehen. Balui hat mir netterweise noch eine Stone Wand gegeben, die kann ich mit Rechtsklick einfach benutzen. Ne, Balui, dann vergrößert damit einfach meine Insel. Richtig, du hast du schon mal benutzt, einfach an den Rand gehen. Da muss ich aber Stones erstmal in die Hand nehmen, oder? Ja, entweder Stones oder halt, was du halt sonst machen willst. Vielleicht willst du ja auch einfach nur deine Holzer weiter verbauen. Was du erweitern willst, musst du halt schon gebaut haben und dann einfach dran halten und dann geht's ab. Ach so, ist das. Ah, gucke mal hier, Leute. Ihr habt's gesehen, Leute. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Gras. Interessant auf jeden Fall, interessant. Kann man auf jeden Fall benutzen. Werden wir auf jeden Fall benutzen. Das ist deutlich schneller, als wenn ich das alles händig baue. Vor allen Dingen ein bisschen sicherer auch, ne, Balui? Kann das man stimmt. Auf ich habe damit schnell machen. Die Insel expandiert. Also, ja? Das ist am einfachsten. Kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. Denke ich mal, werde ich hier mit Cobblestone erstmal arbeiten. Vielleicht sogar Cleanstone. Was haben wir denn hier? Wood Chippings. Wie kommt das denn zustande? Wood Chippings. Das kenne ich noch nicht. Wood Chippings. Ja, Leute, was habe ich denn hier gemacht? Ist sie jetzt Veganer? Ach, ist oder? Das, weil ich die. Ach so, weil ich die mit dem Hammer abgebaut habe. Ach, so ein Ex-Kompressum sogar. Ach so. Interessant. Das ist ein Woodchippings, was kannst du daraus machen? Dustwood. Ja, warte mit. Ich glaube, da kann ich. Warte mal. So, mit den Woodchippings kann ich dann was machen? Da kann ich dann. Ah, okay. Ich kann das als Brennstoff und sowas, glaube ich, benutzen. Ja, interessant, Leute. Interessant auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich jetzt sogar hier in den Ofen reinlege, müsste das in der Theorie. Wahrscheinlich billiger als Kohle und Holz. Kann ich die nochmal brennen? Nee, kann ich gerade nicht. Ich muss mich damit auf jeden Fall nochmal auseinandersetzen, Leute. Alles kenne ich auch nicht, aber im Großteil schon mal. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schaut auf jeden Fall bei Balui vorbei, der mir hier gut geholfen hat. Und wir sehen uns dann später oder morgen bei einer weiteren Folge von Minecraft Sky Worlds und natürlich bei CraftTech wieder, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall gerne in die Playlist rein. Macht das gut. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Und bleibt schön feurig.